Hallo und willkommen zum letzten Teil des Kapitels Einführung in die diskrete Fourier-Transformation, das unter dem Motto steht Schnell, schneller FFT. Wenn Sie sich fragen, wo der dritte Teil geblieben ist, den haben wir im zweiten Teil schon mit abgefrühstückt. Das heißt, auch wenn hier Teil 4 draufsteht, es gibt momentan nur drei Videos. Starten wir direkt mit einer harten Formel. Die kennen wir schon aus dem vorigen Abschnitt, die Definitionsgleichung der diskreten Fourier-Transformation. Und diese Abkürzung Wn hoch k mal n, das ist dieser Drehfaktor. Und ja, damit kann man die DFT kompakter schreiben und in einer ähnlichen Form führt man dann auch eine Rechnung durch. Wenn wir jetzt diese Formel als Signalflussgraph schreiben, dann sehen wir hier unsere Zeitachse und am Ausgang hier unsere Frequenzachse. Und für jeden Frequenzpunkt wird genau diese Operation gemacht, die hier drin steht. Das kann man noch kompakter schreiben, in der Matrix-Schreibweise. Da stehen dann diese ganzen Drehfaktoren, stehen halt in so einer 8x8 Matrix in diesem Fall drin. Und das ist dann halt die maximal kurze Schreibweise für die DFT. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Rechenoperationen man braucht, dann brauchen wir nach dieser Formel, oder Sie können auch den Signalflussgraphen dafür hernehmen, n² komplexe Multiplikationen und auch n² komplexe Additionen. Das heißt insgesamt 4n² reelle Multiplikationen, 4n² reelle Additionen. Wenn wir uns jetzt einschränken darauf und sagen, wir haben keine komplexwertigen Eingangssignale, sondern wie bei uns eigentlich immer reellwertige Eingangssignale, dann fallen natürlich ein guter Teil der Operationen weg. Dann brauchen wir nur noch n Quadrat-Operationen. Deshalb lohnt es sich da auch, sich einzuschränken. Es gibt noch eine andere Art, diese DFT zu betrachten. Gleiche Formel wie eben. Und zwar kann man die DFT auch als eine Firr-Filterbank interpretieren. Wenn wir uns jetzt nur mal die erste Zeile angucken, da stand ja hier oben als Faktor immer dieser Drehfaktor Wn0 drin. Und Wn0 ist nichts weiter als die 1. Das heißt, die erste Zeile ist eigentlich genau das gleiche wie unser Moving Average Tiefpass, das heißt, der filtert uns die DC-Komponente raus. Gucken wir jetzt zum Beispiel in die zweite Zeile, dann können wir diese Drehfaktoren auch wieder ausrechnen, bekommen jetzt hier abwechselnd plus 1, minus j, minus 1 und plus j. Das heißt, das hier ist auch eine Art von Firr-Filter, aber es ist ein komplexwertiges Firr-Filter. Und das stellt uns so einen Bandpass dar bei FS Viertel. Und schließlich, wenn wir uns die vierte Zeile angucken, dann haben wir einen Moving Average Hochpass. Das heißt, der lässt die Komponente bei FS halbe durch. Danach, wenn wir ein Wiederholspektrum, wiederholt sich, zumindest für reellwertige Eingangssignale, wiederholen sich die Werte, die wir schon ausgerechnet haben. Das heißt, das haben wir auch im vorigen Abschnitt schon gesehen, das sind dann Werte, die man nicht bei der DFT unbedingt berechnen muss. Was man hier dran auch noch sieht, ist, je länger wir unsere DFT machen, je mehr Koeffizienten wir wählen, je mehr Eingangssamples wir haben, desto länger wird auch unser Moving Average Tiefpass zum Beispiel. Und das haben wir schon im ersten, zweiten Kapitel gesehen. Je länger ein Moving Average Filter ist, desto schmalbandiger wird er. Das muss er für die DFT natürlich auch sein, weil wir bekommen ja dementsprechend auch mehr Frequenzpunkte und dementsprechend eine höhere Frequenzauflösung. Das braucht man jetzt nicht unbedingt hier, diese Darstellung, aber das erklärt vielleicht nochmal, wie so eine DFT funktioniert, nämlich dass man die auch einfach als eine Bank von Filtern betrachten kann. Jetzt ist so eine DFT relativ rechenaufwendig. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine DFT mit der Länge von 1024 und brauchen dann insgesamt 1024 mal 1024 reelle Multiplikationen und Additionen, da geht dann irgendwann Ihr Rechner ganz schön in die Knie.
Deshalb haben angefangen mit Gauss damals viele Mathematiker schon nach Methoden gesucht, wie man Rechenoperationen einsparen kann. Und die bis jetzt erfolgreichste Einsparung davon war in den 60er Jahren, als die Fast Fourier Transform erfunden wurde. Eigentlich ist das eine Sammlung von vielen Algorithmen, aber sozusagen die grundlegende Veröffentlichung dazu, die war es in den 60er Jahren. Und die basiert im Prinzip darauf, dass man so eine N-Punkte-DFT aufspaltet, erstmal in zwei N-halbe-Punkte-DFT. Wenn ich das ausrechne, dann brauche ich hier anstatt N-Quadrat-Multiplikation, Addition, nur noch N-Quadrat-Viertel. Das heißt, selbst wenn ich diese beiden zusammennehme, sind das nur noch N-Quadrat-halbe-Multiplikation, da habe ich schon mal einen Faktor 2 gewonnen. Gut, das ist nicht die ganze Wahrheit, weil ich muss die Ausgänge nachher auch wieder kombinieren miteinander. Und dabei sind auch noch ein paar Rechenoperationen notwendig, aber es sind trotzdem in Summe weniger als vorher. Das heißt, das ist mein Ziel, die Anzahl der Gesamtrechenoperationen zu reduzieren. Was man auf den ersten Blick jetzt auch nicht sieht, man muss jetzt hierfür für diesen Algorithmus die Reihenfolge der Eingangssamples umsortieren. Hier gehen nämlich die ganzen geraden rein und hier die ungeraden Samples. Und die Herleitung, warum, wie das funktioniert, ist jetzt nicht trivial. Entweder Sie nehmen sich dafür ein fast beliebiges Buch der digitalen Signalverarbeitung, weil es ist fast überall beschrieben. Oder vielleicht kommen wir im 9. Kapitel noch dazu. Dieses Verfahren hier heißt Decimation in Time. Und das zeigt schon, dass man dieses Verfahren zurückführen kann auf Dezimation und Interpolation. Und wenn man das darauf zurückführt, dann kann man auch diese seltsamen Faktoren hier hinten interpretieren. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich zeige Ihnen hier nur, was man an Rechenoperationen einsparen kann. Der nächste Schritt ist dann, ich teile meine Teil-DFTs weiter in immer kleinere und immer kleinere Teil-DFTs auf. Und das mache ich so lange, bis ich hier nur noch eine Reihe von 2-Punkte-DFTs habe. Und die Teilergebnisse muss ich jetzt wieder kombinieren, genau wie ich das vorhin gemacht habe, und da treten auch wieder solche komischen Kombinatoren auf. Wenn ich jetzt die Anzahl der Rechenoperationen wissen will, dann habe ich hier jetzt in dieser Achse natürlich n Eingangssamples. Das ist ja meine Zeitdaten. Und hier kann ich zeigen, dass ich auf der Achse brauche ich log 2 n Stufen. In unserem Fall, wir haben n gleich 3, haben wir jetzt hier 3 Stufen. So, und wenn ich mir jetzt mal so angucke, wie viel Multiplikation und Addition ich jetzt hier habe, und wenn ich erstmal noch nicht diese speziellen Werte berücksichtige, das heißt, dass zum Beispiel w 8 hoch 0, dass das 1 ist, und ganz allgemein erstmal rechne, dann kann ich so grob abschätzen, dass ich ungefähr 2 mal n log 2 n reellwertige Multiplikationen brauche. Der genaue Wert hängt jetzt vom Algorithmus ab. Aber wenn wir das auf jeden Fall mit der DFT vergleichen, da haben wir n-Quadrat reellwertige Multiplikationen. Und das ist für größere n's ist das eine wirklich ganz beachtliche Einsparung. An diesem 2 steht jetzt ein Stern dran. Unser Stern deutet darauf hin, dass dieses 2n, wenn Sie jetzt hier mal das so rechnen, wie wir es eben gerade gerechnet haben, Sie sagen so, ja, aber wenn ich jetzt nur reellwertige Eingangssamples habe, dann spare ich doch nochmal was. Das stimmt zwar im Prinzip, aber da wir hier so eine Anordnung aus mehreren Stufen haben, werden die Teilergebnisse relativ schnell komplexwertig und dann habe ich diesen Einsparungseffekt von der vorigen Folie nicht mehr. Soweit ich weiß, sind die besten jetzt in der Praxis eingesetzten Algorithmen erzielen 2,5n mal log 2n. Das heißt, diese grobe Abschätzung ist schon relativ gut an der Realität dran. Um jetzt neben dieser Aufteilung in 2-Punkt-DFTs eine noch größere Einsparung zu bekommen, muss ich mir noch Symmetrien dieses komplexen Drehfaktors angucken. Und zwar, das sind alles ganz einfache, ganz normale exponentielle Operatoren. Das w n hoch n,
Das ist natürlich, weil hier dann einfach 2π steht, das ist 1. Und bei n halbe, da habe ich mich genau ein halbes Mal gedreht, das ist minus 1. Genauso kann ich die Periodizität ausnutzen. Dann die Symmetrie, das gibt mir konjugiert komplexe Paare. Generell ist bei n Viertel und bei 3n Viertel, da bin ich auf dem Kreis ganz oben oder ganz unten, da habe ich minus j und j. Und ich kann hier noch so eine Symmetrie ausnutzen, nämlich dieses k plus n halbe. Da klammere ich jetzt diesen Term hier aus und das wn hoch n halbe gibt mir genau das Minuszeichen davor. Und das ist was ich brauche für die Optimierung meiner Zwei-Punkte-DFT. Und nach der Optimierung nennt man das dann auch Butterfly-Computation, einfach wegen der Form von diesen Vektoren. Da fasse ich nämlich das hier auf genau die Art zusammen, wie ich das gerade gemacht habe. Das heißt, im ersten Schritt ersetze ich diesen Drehfaktor durch minus Wn hoch k. Und im zweiten Faktor ziehe ich das quasi über den Knoten drüber, das Wk hoch n. Dann bleibt hier nur das Minuszeichen übrig. Und das ist die maximal einfache Form, wie man so eine 2-Punkte-DFT berechnen kann. Es kommt immer wieder die Frage auf, was ist denn die optimale FFT? Und da muss man immer zu bedenken, optimal in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Bei optimal muss man schon mal sagen, was man eigentlich optimieren will. Man kann aber sagen, dass wenn die Anzahl der FFT-Punkte 2 hoch k ist, dann kann man die FFT wirklich am einfachsten, am symmetrischsten quasi zerlegen. Jedenfalls so, dass man die minimale Anzahl von Rechenoperationen erhält. Aber solange Ihre Zahl NFFT sich in kleine Primfaktoren zerlegen lässt, gibt es verschiedene andere sehr gute FFT-Algorithmen, die jetzt nicht deutlich mehr Rechenoperationen brauchen. Und in all diesen Fällen kann man sagen, die Anzahl der Rechenoperationen hat die Ordnung n mal log 2n. Jetzt habe ich gesagt, es gibt verschiedene andere Optimierungsziele. Eins könnte zum Beispiel sein, einen minimalen Speicherverbrauch zu erreichen, weil die Zwischenschritte meiner FFT, die muss ich ja irgendwie auch abspeichern. Dann möchte ich bei richtig langen FFTs vielleicht auch eine minimale Anzahl von Sortiervorgängen haben. Die Eingänge, also die Eingangssequenz in unserem Beispiel, war ja nach Geraden und Ungeraden und dann nochmal kreuz und quer sortiert. Das heißt, da muss ich sicherlich auch eine Menge Daten im Speicher hin und her schieben, bevor die so vorliegen, wie die DFT das braucht. Und weil das jetzt für Realtime-FFTs sehr ungünstig ist, gibt es auch andere Varianten von diesem Algorithmus, bei dem die Eingangssamples in der korrekten, in der normalen Reihenfolge vorliegen und dann die, das Ausgangswort quasi verwürfelt ist. Das fällt dann unter das Stichwort Decimation in Frequency. Und so gibt es für verschiedene andere Spezialfälle dann auch noch spezielle Algorithmen. Wenn Sie Interesse haben, sich es nochmal spezieller anzugucken, wie das mit den Anzahl der Floating-Point-Operationen so aussieht, dann können Sie sich diesen Link hier nochmal anschauen. Das ist ganz interessant. So, als letztes gucken wir uns jetzt noch an, wie man die FFT in Python oder in MATLAB berechnen kann. Und weil das so ein fundamentaler Operation ist, der Signalverarbeitung, geht das wirklich schnell und einfach. Wir definieren zunächst mal ein paar Konstanten. Ich habe jetzt absichtlich hier eine Anzahl von FFT-Punkten gewählt, die nicht 2 hoch k ist, sondern 150. Das kann man ja auch gut in Primfaktoren zerlegen. Das ist 2 mal 5 mal 3 mal 5. Das heißt, auch das wird sich sehr schnell rechnen lassen. Dann habe ich hier noch eine Abtastfrequenz festgelegt. Das brauche ich nicht unbedingt für die FFT, aber das brauche ich nachher, wenn ich mir das Ergebnis meiner FFT in physikalischen Frequenzen anzeigen lassen will. Dann definiere ich mir ein Signal. Das habe ich mir jetzt hier ganz einfach gemacht. Ich erzeuge hier meinen Zeitvektor. Der läuft von 0 bis n FFT minus 1. Darüber erzeuge ich mein Signal, einfach eine Sinusfunktion. So, und jetzt berechne ich die FFT. Das ist jetzt vergleichsweise einfach. Ich schreibe einfach FFT von y, also von meinem Signal. Und in Python muss ich jetzt aus der NumPy-Bibliothek NumPy, und zwar aus der Unterbibliothek NumPy.fft,
muss ich jetzt importieren das FFT und die ganzen anderen Befehle, die wir jetzt noch als nächstes benutzen. Das ist eine der Kernkomponenten sicherlich von MATLAB und von Python, diese extrem schnelle FFT-Bibliothek. Jetzt habe ich meine FFT. Um die plotten zu können, brauche ich auch dazu passende Frequenzpunkte. Dafür gibt es einen speziellen Befehl, FFT Frequency, wie auch immer. Und dem muss ich die Anzahl der FFT-Punkte natürlich übergeben und optional 1 durch FS, also die Abtastperiode. Wenn Sie das nicht übergeben, dann erzeugt Ihnen das einfach Frequenzpunkte von 0 bis NFFT-1. Deshalb, wenn Ihnen das unheimlich ist, können Sie es auch selber machen. Sie erzeugen sich hier so einen Vektor von 0 bis NFFT-1 und multiplizieren das mit FS geteilt durch NFFT. Genauso wie wir uns das theoretisch im letzten Abschnitt angeguckt haben. Wenn ich jetzt nicht ein einseitiges, sondern ein zweiseitiges Spektrum haben will, dann gibt es auch einen speziellen Befehl dafür. FFT-Shift gruppiert jetzt quasi meinen Frequenzvektor um, so dass jetzt ich negative und positive Frequenzen darstellen kann. Und das muss ich natürlich mit meinen Frequenzpunkten, also mit dem F muss ich das auch machen, sonst passt das ja nicht zusammen. Wenn ich das jetzt plotten will, dann darf ich nicht vergessen, den Betrag von Y2 zu nehmen, sonst kommt nur Unfug dabei raus, weil Y und Y2 sind ja im Allgemeinen komplexwertig. Will ich das einseitige Spektrum bis FS halbe nur plotten, dann nehme ich einfach das Direktergebnis meiner FFT und darf jetzt aber nur die ersten NFFT halbe Samples auswählen. Und zwar bei der Frequenz und bei diesem Y. Wenn die Länge nicht passt, dann gibt Ihnen Python oder MATLAB einen Fehler. Das war's. Schnelle FFT, schnell zum Schluss. Danke fürs Zuhören und mitmachen. Und dann auf zum nächsten Kapitel.